Wir sind hier am Halterner Stausee. Auf diesem Stausee hat eine Seglerin sich festgefahren. Sie ist mit einem kleinen Segelboot in eine Bojenkette reingedrückt worden vom Wind. Wollte sich mit ihrem Trockenanzug daraus dann befreien. Es bestand also keine Gefahr für die Seglerin. Das sah nur vom Uferhaltern relativ spektakulär aus. Das bedeutet, man konnte annehmen, dass die Seglerin wohl gekentert wäre und in einer Notlage sich befunden hat. Wir haben der Seglerin dann geholfen, indem wir halt relativ viel Personal vor Ort hatten. Wir mussten ja erstmal die Stelle finden, mussten auch davon ausgehen, weil gemeldet worden ist, dass mehrere Kinder im Wasser waren, was sich dann eigentlich nicht so dargestellt hat, dass wir die erstmal suchen müssen. Deswegen das viele Personal hier. Die DLRG hat der Seglerin dann anschließend geholfen und hat sie dann bis hierhin zum Steg geschleppt. Eigentlich relativ personalintensiv, aber eigentlich jetzt Gott sei Dank nicht irgendwo gefährlich für die Person. Es war mit ein bisschen Suchen verbunden, weil sie in einer Bucht steckte und man konnte es nur aus einer bestimmten Perspektive sehen. Ansonsten eigentlich relativ normal. Ich kann es jetzt gar nicht mal ganz genau sagen, aber es waren hier mehrere Löschzüge, sowohl die Taucher aus Dorsten, dann die DLRG. Ich schätze grobe Richtung, wenn ich es nachher mal zusammenzähle, werden wir sicherlich so an die 60 haben. Wir sind heute zum Halterner Stausee alarmiert worden. Dort sollten sich mehrere Personen im Wasser befinden. Auf der Anfahrt hat sich dann dabei herausgestellt, dass es sich wohl nur um eine Person handelt und wir konnten diese Person rechtzeitig erreichen. Wir haben ein Boot entsandt zunächst und haben auch in der Hinterhand Taucher bereitgehalten für den Fall der Fälle. Vor Ort hat sich dann die Bootsbesatzung gemeldet, dass ein Segelboot sich festgefahren hat an einer auf dem Wasser befindlichen Leitung. Das war soweit erstmal nicht schlimm. Der Person ging es gut und sie war Gott sei Dank durch einen Trockenanzug geschützt, sodass sie einfach aus dem Wasser gerettet werden konnte. Zum Schluss haben wir die Person an Land gebracht und einen Rettungsdienst übergeben. Danach haben wir dann das gekenterte Boot letztendlich sicher in den Hafen verbracht und nachher dann auch so an den Stegen festgemacht, dass es nachher ganz sicher verstaut werden kann. Die DLRG Haltern war mit 15 Kräften im Einsatz.